Bereits 2018 kam es zu unglaublichen Übergriffen der Polizei, welche nun noch übertroffen wurden. Hier wurde vielen Menschen wieder klar, wie unglaublich herabwürdigend und erniedrigend Polizeibeamte im Einsatz sein können. Besucher und vor allem Autofahrer wurden auf das Schärfste kontrolliert. Man könnte sagen eher unkontrolliert, weil viele Menschen gleich mehrfach aufgehalten und schikaniert wurden, ohne dass sie irgendetwas angestellt hätten. Rein auf Verdacht. Einem Polizisten mit dem Gesicht gefilmt hatte und er auf seine Privatrechte bestanden hat und meine Personalien aufgenommen hat und gebeten hat, dass ich ihn nicht filme. Aber ich will euch sagen, die Polizisten haben richtig Bock. Also die haben Lust. So, die haben Langeweile auf den Sonntag. Und wir sind alle gerade hier draußen. Ja, ich bin hier bei Mario gerade als Gastmann und Moderator angestellt worden, weil dem Mario ein bisschen die Worte fehlen. Hier geht es richtig ab vor der Cultivar. Das ist noch schlimmer als all die Jahre zuvor. Hier werden Autofahrer rausgewunken, reihenweise, also beim Einsteigen ins Auto schon rausgewunken werden, obwohl sie nur CBD konsumiert haben, trotzdem die Führerscheine einkassiert, prophylaktisch, ohne Rechtsgrundlage eigentlich, auch hier in Österreich. Und als Krönung haben die Beamten jetzt auch noch angefangen, hier Leute Leibesvisitationen zu unterziehen. Und jetzt haben sich die YouTuber, die hier auf der Messe anwesend sind, das ist eine ganze Menge, die haben sich halt entschlossen, das mal kurz zu dokumentieren. Und jetzt ist die Polizei leider abgehauen. Ob das vor uns der Fall ist, denke ich jetzt nicht so. Die haben wahrscheinlich genug zu tun, ja. Aber wir haben heute Morgen vor uns gewarnt. Wir haben die hinten, ich bin in der Box heute Morgen auf einem hinteren Parkplatz. Die haben heute Morgen sogar die Händler rausgezogen bei uns und haben die von ihrer Arbeit abgehalten. Das würde ich aber gerne anzeigen. Liebe Journalisten, Dankeschön. Guten Morgen. Ja, ihr Lieben. Wir stehen hier auf dem hinteren Parkplatz der Cultiva. Auch hier wird kontrolliert von der Polizei. Wir finden es schade, dass die Polizei ihren Auftrag nicht richtig erfüllt und hier unschuldige Händler, CBD-Konsumenten kontrolliert, die von der Arbeit abhalten, statt hier irgendwelche Verbrecher zu jagen. Dafür haben wir unsere Steuergelder eigentlich nicht eingesetzt, dass hier unschuldige Menschen mit einer Hexenjagd verfolgt werden, rund um die Cultiva. Das kann es einfach nicht sein. Wir fahren eigentlich schon fast mehr Polizeiautos rum als Besucher. Und ich frage mich, wie wird hier mit unseren Steuergeldern umgegangen? Darf das alles wahr sein? Ja? Leute, gebt der Polizei nicht die Chance, euch anzuhalten und hier zu schikanieren, weil wir halten das für völlig überflüssig. Die wollen einfach unsere Hanfmessen kaputt machen. Das heißt, unterstützt noch mehr unsere CBD-Driver-Aktion. Kommt mit den Öffis, auch wenn ihr nur legales CBD konsumiert habt. Die Polizei kennt nicht den Unterschied. Die kennen sich überhaupt gar nicht damit aus, die Jungs. Und bitte sagt alle euren Freunden Bescheid, damit die Statistik dieser Schikanenaktion in den Keller geht und die nächstes Jahr wieder einen vernünftigen Job machen können und vielleicht Verbrecher jagen können, ja? Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sind nachher nochmal da, denn da, wo die Polizei stört, stören wir auch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Sind das wirklich Menschen oder sind das Tiere? Ey? Ich habe es ja letztes Jahr da auf die Blauen geschoben, weil ich dachte, als der Schickl noch Innenminister war hier in Österreich. Schickl hieß der, oder? Kickl, egal, scheißegal. Irgend so ein Ickel. Als der noch Innenminister war, da dachte ich, das wäre jetzt eine besondere Schikane, weil letztes Jahr haben sie ja schon gut aufgebaut, aber dieses Jahr ist noch schlimmer ohne die FPÖ. Ja, also ganz, ganz arm, ja, mit einer, glaube ich, Expertenregierung, ja. Ihr habt geile Experten hier in Österreich, absolut. Echt, ja. Vielleicht sind das auch hier nur die Bullen in Vösendorf, dass die hier so geil sind. Und ich glaube mittlerweile, dass es eine, politisch motivierte Aktion ist, um hier die Messen zu zerstören. Hier geht es gar nicht darum, um hier einzelne Schicksale oder Leute, die legales CBD vielleicht konsumiert haben, zu schikanieren, sondern hier geht es darum, Hanfmessen zu zerstören. Das ist Business, was ihr kaputt macht. Hey, danke, dass du das hier so machst. Ja, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Das finde ich richtig cool. Ja, wir müssen uns hier gegen ein bisschen wehren und das zumindest dokumentieren, ja.
das unterstützt die City Backdriver. Leute, wir machen da eine größere Aktion raus und wollen auch auf anderen Veranstaltungen die Leute damit schützen. City Backdriver, CBD, halt Fahrer gesucht. Genau. Blendest du dann ein. Richtig. Komm hier zu uns, komm zum Helmut, der steht hier bei uns am City Backdriver Stand. Hier kannst du dir mal schnell Leuten helfen, sie mit ihrem Auto hier rausfahren, 3 bis 5 Kilometer. Das heißt, verdiene dein Taschengeld und mach noch eine gute Aktion und helf den Leuten hier rauszukommen, nicht von der Polizei schikaniert zu werden. Hier sind die Drogen! Im Gespräch mit der Polizei. Warte mal. Ah, er hat einen Gefangenen. Er hat einen Gefangenen. Achtung, Achtung. Hier spricht die Polizei. Habt ihr Gas dabei? Fazit ist, dass hier wohl wahllos 160 Führerscheine entzogen worden sind und ehrliche Zahlen bewusst unterdrückt werden, um Schaden anzurichten an Mensch und Messe. Aus diesem Grund unterstützt noch mehr unsere Hanfmessen und vielleicht auch die City Backdriver Aktion, welche ihr auf Facebook findet. Des Weiteren gibt es auch eine Unterschriftenaktion seitens der Cultivar Veranstalter. Bitte schaut unter Cultivate Your Rights.